Langsam wird es mit dem Thema Auto mehr bei mir hier in der Werkstatt. Einige haben es geschrieben, sie freuen sich schon auf die Autoprojekte. Bum, bum, bum. Und so geht's. Heute haben wir hier einen kleinen Kühler, den wir reparieren müssen, nämlich einen Anschluss. Nach dem Intro geht es wie immer los. Also ich denke, für die Autofans ein cooles Thema. Dranbleiben. Bis gleich. So Leute, dann seid erstmal herzlichst gegrüßt zu einem neuen Video von mir vom Alulöffel. Und zwar geht es heute um einen Kühler hier, der kaputt gegangen ist. Sprich, das hat mir ein Kunde gegeben. Ich finde es erstmal cool, dass wir wieder ein Thema haben, was mal ums Auto geht und nicht nur immer um Motorrad und Moped, obwohl es mir natürlich auch sehr viel Spaß macht und natürlich so ein bisschen aus meinem Hobby herkommt, dass ich halt viel mit Zweirad zu tun habe. Aber ich denke mal, durch Mr. Do It auch sein Video und den VT-Deckel wird das jetzt so langsam, dass es einfach peu à peu ein bisschen mehr Autoaufträge wären und dazu kann ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Videos machen. Das ist zumindest so der Plan. Ja, und dann ist das auch gleich reingeschneit gekommen von einem Kunden und zwar ist hier ein Anschluss undicht. Also hier habe ich, hier sieht man es, denke ich, ganz gut. Da hat es ganz schön weggefault, das ganze Teil. Und ich habe durch einen dummen Zufall noch einen Anschluss bei mir gefunden. Das heißt, wir trennen das hier sorgfältig ab, reinigen das ordentlich, müssen es von der Farbe befreien. Und dann können wir hier das neue Teil, was ich noch gefunden habe bei mir, schön einsetzen und wieder anschweißen. Genau, mehr ist es in dem Fall gar nicht. Aber ich sage mal, es gibt trotzdem so zwei, drei Tipps auch für Schweißer, die man hier so einhalten kann, an die man, ja, auf die man aufpassen muss. Man darf ja nicht durchkommen. Wir haben hier nur ein, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ein 10 mm Loch, genau, 10 mm. Jetzt darf man natürlich, muss man aufpassen, dass man von der Temperatur her, von den Amperezahlen anständig schweißt, dass man nicht zu sehr ins Material reinkommt. Man muss aber ein bisschen rein, damit man natürlich auch die Haltbarkeit kriegt. Ja, da muss ja auch ein Schlauch dran gesteckt werden, dass der nicht gleich abbricht oder so. Und natürlich das Allerwichtigste, dass es dicht ist. Ja, das muss es natürlich auch gewährleistet sein. Genau, so, dann würde ich natürlich jetzt sofort anfangen. Wir schneiden jetzt erstmal den alten Anschluss ab, reinigen das drumherum richtig schön, dass es schön sauber ist. Und dann passen wir mal an und gucken, ob das hier ordentlich passt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das ausrichten. Das wird natürlich nachher auch wieder ein schönes Gebastel, dass wir es dann schön anheften können, ausrichten können, schweißen können. Und damit legen wir jetzt los. Habe ich das Ganze von der Farbe und vom Dreck befreit. Abgeschnitten haben wir es natürlich mit einer Hand, mit der herkömmlichen Säge. Fragen immer alle, warum? Ich mache es nicht mit der Trennscheibe, aus dem einfachen Grund, ihr habt dann, das war jetzt der etwas breitere, aber ihr habt dann immer den Abrieb drinne von der Trennscheibe. Ja, dann ist immer der Dreck drinne, deswegen nehme ich die Handsäge, dann haben wir kein Dreck, kein Abrieb von der Scheibe drinne, lässt sich viel besser schweißen. So, dann war es natürlich ein ganz schönes Gefummel, jetzt die Farbe drumherum wegzukriegen, deswegen habe ich ein schönes Feilenset hier, wo ich eigentlich gut mit hinkomme. Weil eine andere Möglichkeit haben wir hier nicht. Mit der Flex ist es vielleicht auch ein bisschen krass. Und wir wollen ja von den 2-3 mm Rohr hier auch nicht gleich wieder zu viel wegnehmen. Es geht nur um die Farbe. So, das haben wir jetzt quasi schon vorbereitet. Jetzt gehen wir wieder rüber an Schweiz. Jetzt zeige ich euch nochmal das alte vergammelte Stück Rohr oder Anschluss und das neue. Und dann geht es eigentlich schon ans Heften. Wie gesagt, das war das alte räudige Teil, was ich jetzt abgeschnitten habe. Also es hat sie richtig zerfressen. Es war dann natürlich logischerweise undicht und hat da dann immer ausgedrückt. Deswegen findet das Ganze jetzt hier statt. Hier durch einen dummen Zufall, ich hatte noch einen liegenden Anschluss. Den haben wir jetzt schon auch vorbereitet, schön sauber gemacht. Ich denke mal, ihr seht es ganz gut. Schön blank, schön silbrig, schön sauber. Auch die Oxidschicht ein bisschen entfernt. Dadurch zündet es natürlich auch immer ein bisschen besser beim Schweißen. So, das passt auch schon hier drauf, habe ich schon geguckt. Ist auch alles super gut. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, wie macht man das? Ihr habt es gerade gesehen, es bleibt nicht von alleine stehen, fällt einfach runter. Da muss ich mir jetzt was basteln. Und da habe ich ja, viele, die meine Videos schauen, werden es kennen, ich habe hier so ein schönes Schächtelchen, ja, so eine schöne Box, wo alles drin ist, an Teilen, dass wir uns hier ein bisschen was bauen können, dass es hoffentlich stehen bleibt. Ja, das war's schon. Ich habe hier einfach einen Vollmaterialklotz, Aluminium, den habe ich jetzt schön hingestellt. Ich baue mir das natürlich jetzt noch mit rüber, dort wo ich schweiß. Und dann ja, geht es erstmal ans Heften. Wichtig drumherum nochmal schön sauber machen. Ich meine, jetzt ist hier nichts, was brennen kann. Da gibt es kein Problem. Kunststoff habe ich auch schon geguckt, ist auch keiner in der Nähe. Oder eigentlich, nee, es ist gar nichts hier dran an Kunststoff. Klar, die Farbe wird natürlich noch ein Stückchen drüber hinaus kaputt gehen und verbrennen. Dafür habe ich dann ja immer Drahtbürste mit am Start, das dann immer gleich wegmachen. Dann habt ihr auch nicht so eine Rauchentwicklung, dann stinkt es auch nicht so. Und dann natürlich ganz wichtig, alle, die es haben, Absaugung.
und die, die keine haben oder noch zusätzlich, ich mache es auch noch 3M Mundschutz. Ich habe schon die Frage bekommen, ja, ich weiß, es ist zurzeit nicht lieferbar. Das liegt halt an den, an der Situation derzeit. Obwohl ein Kunde gesagt hat, er hat ja noch einen Job gefunden irgendwo online, da konnte er es noch bestellen. Aber es ist auf jeden Fall gerade ein bisschen schwierig, das ist definitiv so. Bei Amazon sogar ausverkauft, also mal gucken, was das noch verbringt jetzt mit der Zeit, aber irgendwann wird es schon wieder vorrätig sein. So, wir gehen zum Schweißen über. Vorbereitet ist, so, wir haben das hier ausgerichtet. Die Frage kommt, deswegen beantworte ich sie gleich. Was nehme ich für einen Zusatzwerkstoff? Ich nehme einen Allen G5, 2,4er Stärke. Und genauso nehme ich eine grüne Wolfram-Elektrode, auch 2,4. Ja, mit der Gaslinse, funktioniert sehr gut. Wir haben hier den Vorteil auch bei der Gaslinse, und das kann passieren, weil es hier drin ein bisschen eng wird dann. Wir können ja hier schön die Nadel rausholen. Vielleicht ein bisschen mit dem Gas hochgehen, mit dem Druck. Ist aber kein Problem. Sehen wir nachher. Jetzt erstmal hier seitlich schön heften. Wir haben das so ausgerichtet, ich kann sogar hier schön den Brenner auf den Tisch legen, kann mich schön auf die Naht auf den Hefter konzentrieren. Und genau das machen wir jetzt. Wir heften. Kühler jetzt schon mal ausgerichtet. Die Nadel haben wir schon mal weiter rausgeholt. Gas drehe ich auch gleich nochmal einen Liter hoch oder so, das reicht. So, und hier komme ich schon ein ganzes Stück weiter. Und dadurch, dass ich die Nadel schon rausholen kann, ist das perfekt. Und dann kann man hier schön rumgehen. Und dann müssen wir es uns mit dem Schraubstock, sind wir gut, da kann man sich schön einsparen. Müssen wir dann gucken, wie wir es dann quasi im Step 2 dann wieder quasi nochmal reinstellen hier. So, genau, jetzt hole ich wieder meine Utensilien und dann schweißen wir. Jetzt habe ich es quasi hineingeschweißt, das Teil, also den Anschluss. Was wieder sehr hilfreich war, sind die zwei Kollegen, also der ein bisschen weniger, weil da bin ich fast gar nicht hingekommen, aber hier die kleine Drahtbürste war wieder sehr gut, konnte ich schön die Farben wegmachen und schön reinigen. Das habe ich jetzt gar nicht gefilmt, weil ich mich ein bisschen geärgert habe, haben wir das jetzt vergessen. Es war noch ganz schön viel Öl drin, ich habe es dann in einem gewissen Punkt hingestellt, das Teil, und da lief die Soße nur so raus. Deswegen, ich hätte es nochmal zeigen sollen. Ich dachte, es wäre ein bisschen gereinigt, aber da nochmal der Hinweis an euch, kontrolliert das vorher, schaut, ob noch Öl drin ist, weil Öl ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe den jetzt erstmal komplett durchgespült, habe den gereinigt, aber weil es mich ein bisschen angestunken hat, habe ich das jetzt vergessen zu filmen. Also, wie gesagt, vorher reinigen, guckt nochmal nach, ob Öl drin ist. Ich glaube, ich hatte es jetzt auch noch nicht erwähnt, das ist von einem Automatikgetriebe der Ölkühler und sagt es ja schon, war halt Öl drin. Gell? So, genau, den Anschluss habe ich jetzt angeschweißt. Das ist mehr oder weniger nicht so schön, doch können wir mal so sagen. Aber es geht darum, wir wollen nicht zu weit reinkommen ins Material, weil wir brauchen ja den Durchlass, gell? Also die 10 mm. Ich sage mal, wenn man ein bisschen Wurzel hat und dann kommen wir auf 9 mm, wird das Öl trotzdem noch durchlaufen, das wird kein Problem sein. Aber wir wollen eher die Naht aufbauen, statt ins Material reinkommen. So, dann habe ich das Ganze immer geheftet. Ich schweiße immer dann, was habe ich geschweißt? Ich glaube mit 80, 90, 85 Ampere. Dann hefte ich, tue den Zusatzwerkstoff rein, mache den Brenner aus. Und dann habe ich erstmal schön Material neues aufgebracht oder angebracht also als Verbindung geschafft zwischen den zwei Rohrstücken. Und dann gehe ich immer wieder an den Hefter dran und dann arbeite ich mich einfach Stück für Stück weiter. Also ich habe das nicht komplett durchgeschweißt, da kommt viel zu viel Wärme rein. Ich habe das wirklich geheftet, also Brenner an, draufgehalten, Draht dazugegeben, ausgemacht, leicht abkühlen lassen und dann weiter. Wirklich so Stück für Stück so, ich sag mal, Punktschweißung gemacht. Genau, so, damit sind wir jetzt quasi durch. Also ich kann es ja mal zeigen. Wie gesagt, richtig schön, sieht anders aus, man kann das jetzt ein bisschen beischleifen. Ich würde das Ganze dann wieder farblich schwarz machen bis hierher, so wie es original auch ist. Dafür habe ich einfach ein paar Spraydosenfarbe da und dann sieht das wieder original aus. Aber was man natürlich vorher noch machen müsste, wir müssen es abdrücken. Das passiert jetzt natürlich noch in der zweiten Instanz. Jetzt sind wir beim Abdrücken, müssen wir natürlich gucken, dass da nichts rausläuft, weil sonst hätten wir auch den alten Anschluss dran lassen können. Lexura-Spray will ich immer nehmen, dann brauchen wir ein bisschen Luft, dann brauchen wir so eine Packung Gummis, dass wir das Ganze abstopfen können. Naja, und dann gehen wir einfach ran. Ich habe es nochmal in den Schraubstock eingespannt. Ist für mich alleine dann ein bisschen besser handelbar. So, dann ein bisschen Druck drauf sprühen, gucken.
Ja, nicht übertreiben beim Druck, aber das sieht man auch immer gleich relativ gut. Also ich habe es eben schon überprüft, es kommt nichts raus, es ist dicht. Und ich weiß nicht, wie ihr so veranlagt seid. Ich bin immer so, ich versuche das immer wirklich so original wie möglich und bin da immer ein bisschen perfektionistisch. Aber da es kein Neuteil ist, es ist Dreck drin im Material. Wenn ihr jetzt wieder anfangt aufzuschleifen, kann es passieren, ihr schleift eine Pore raus und dann habt ihr das Problem, dass dann doch wieder eine undichte Stelle ist. Die Leute sind meistens zufrieden, die freuen sich, dass es dicht ist. Der Schlauch geht wahrscheinlich sowieso drüber, also sieht man es nicht. Ich mache es jetzt noch schwarz, das Ganze, und dann sieht das auch wieder ordentlich aus. So, genau, das machen wir jetzt noch und dann sind wir eigentlich schon fertig fast. Was ich noch sagen wollte, wenn euch das Video natürlich bis hierher gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, wir haben einen ganz schön guten Zuwachs gehabt in letzter Zeit und ich versuche jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen mehr Autovideos oder im Bereich Kfz noch Videos mehr zu machen. Ja, jetzt haben wir das Ganze fertig gemacht. Ich habe nochmal Farbe drüber gemacht. Ihr seht, klar, wir haben natürlich jetzt einen größeren Wulst. Den hat man aber original auch, weil original sind sehr verpresst, ja, die Anschlüsse. Und jetzt haben wir halt eine etwas größere Schweißnaht. So, wichtig ist, dass wir drinnen genügend Durchfluss haben. Das ist wichtig. Wir haben das Ganze abgedrückt. Es ist dicht. Das ist auch sehr wichtig. So, und jetzt kann der Kunde das Teil quasi wieder verwenden. Ich weiß jetzt nicht mehr, er hat es gesagt, es kostet einige Euros hier dieser Ölkühler für die Getriebeautomatik. Die Kunde, da kann er sich natürlich jetzt sparen. Jetzt kann er sagen, okay, das Ding kann er wieder dran bauen und bezahlt mir eine Kleinigkeit. So, also ich habe auf jeden Fall, soll auch, oder ich sage mal, ist wie so ein kleiner Aufruf, ich habe richtig Lust auf mehr Kfz-Teile. Ich möchte ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, ich möchte ein bisschen mehr rein und ein bisschen mehr Autoteile schweißen. Also wenn ihr was Cooles habt, ihr könnt euch gerne mal bei mir melden. Ja, bin schon am überlegen, ob ich da wie so eine Verlosung mache, dass ich mir das Coolste raussuche und das mache ich dann für umsonst. Also ich fände es geil, wenn ihr mal euch bei mir meldet. Wir gucken mal, was wir machen können. Ja, würde sagen, ihr macht euch einen schönen Restsonntag. In der Krise, die aktuell ist, lasst den Kopf nicht hängen. Versucht ein bisschen Zeit mit der Familie zu genießen. Macht euch ein bisschen eine schöne Zeit. Vielleicht ein bisschen mal was zu Hause schaffen, was ihr sonst nicht schafft. Wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Restsonntag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Und am Donnerstag geht es wieder weiter mit Teil 2 oder Folge 2 vom Street Fighter Umbau. Könnt ihr wieder ein bisschen gespannt sein, da ist auch wieder einiges passiert. Sag bis zum Donnerstag, lasst es euch gut gehen, euer Alulöffel, macht's gut.